Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur 351. Folge Let's Play Minecraft Staffel 6. Wir sind in den Himmelstern und reisen jetzt wieder zurück nach Nordwehen. Wir nehmen die zweite Ladung Krust mit aus unserer Truhe, hinterlassen den wunderhübschen Laden. Da habe ich noch gar keinen Screenshot gemacht, fällt mir auf. Gehen wir nochmal zurück. Die Zeit haben wir. Und da ist das Lied abrupt zu Ende. Letzte Folge war ja hier deswegen, weil hier ein wunderschöner Kronleuchter ist, ein wunderschöner Brunnen. Den durfte ich dann auch... Arg, ich wollte die Tür zumachen. Stellen wir uns dann mal hin hier. Zack. Oder hier. Auch nicht schlecht. Ja, ich habe mal ein paar Bildchen gemacht. Wir können ja mal runtergehen. Da hat der Sonnenschein wahrscheinlich nichts dagegen. Wunderhübsch schaut das aus. Schaut euch den Brunnen an. Da muss ich ja gleich mal hier meine Sichtweite ein bisschen höher stellen, dass ich hier ein schönes Foto hinbekomme. So. Und stellen wir den mal wieder auf 84. 84 habe ich die normalerweise. Das ist nämlich hier der Wunschbrunnen. Zauberbrunnen. Ein Zauberbrunnen. Sehr hübsch. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Großes Lob nochmal an dich, lieben Sonnenschein, dass du das hier hochgezogen hast. Ist wirklich sehr, sehr hübsch. Und dieses kleine Haus, was ist denn hier eigentlich drin? Nichts. Okay. Alles klar. Wo sind so kleine Hütten entstanden? Ich finde diese Bäume übelst cool. Die macht ihr ja selber. Die tut das selber errichten, sozusagen. Und die finde ich richtig, richtig schön. So, aber jetzt geht's an Nordwehen weiter, meine lieben Freunde. Und Nordwehen hat viele Baustellen. Der Weg zum Beispiel hier, der ist ja auch ein bisschen verändert worden. Der ging erst hier so, schwupp, so schräg rüber. Jetzt ist er aber nicht mehr so schräg. So. Wie sind die Dorfbewohner schon im Altstadtgebiet? Und die Dorfbewohner? Hier ist ja eh nichts. Können wir ja rauslassen. Was wollen die denn hier drin überhaupt? Das frage ich mich. Alle raus? Und dann kommen die Bärs. Zack. Ich muss mit dir reinkommen. Bin ich sehr gespannt. Du, 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 du. Ein nicht bekanntes Lied von mir. Und schaut euch die eisernen Keller an. Eingefroren im Wasser. Das war ein Zombie über die Wasserfläche gelaufen, über die Eisfläche und auf einmal so hochgeflogen. Die haben doch noch ein bisschen Kraft durch das Wasser. Zack, 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 zack. Hier Leitern. Hier unten noch ein bisschen Holz. Dann hier kommen die Sitzlinge rein. Einmal hier und einmal hier. Zack,
Ah, ich drücke mal Q hier. Das war die falsche Taste. Müssen wir uns mal ein bisschen aufrichten. So, Sand. Stein. Zack. Alles klar. So, können wir ja Platten draus machen. Machen wir da Platten raus oder lassen wir das Blöcke? Können wir noch ein paar Schneemänner hier rumlaufen lassen, wenn wir lustig sind, können wir das tun. Aber wenn es wieder regnet, das sind die wieder tot. Mir ist auch so eine Grußtruhe. Tue ich mal rein den Stuff hier. Aber das ist auch eine typische Grußtruhen-Stuff hier. Den Rest nehmen wir wieder zurück. So. Zack. Die Kohle. Packen wir hier rein. Und den Kies. Packen wir hier rein. Ich verwechsel immer ja A und S, drücke ich schon mal zusammen. Keine gute Idee. Der Amboss hat auch schon leicht Schaden genommen. Hier ist noch Kohle drin. Sein Braustand. Und wir gucken mal hier hoch zu unserer Baustelle. Sind ja noch einige Häuser, die wir hier einrichten müssen. Was ist hier jetzt noch drin? Ganz viel Erde. Hier ist noch ein bisschen Lehm. Und da ist die kleine Kapelle. Und hier ist das Reisebüro. Hier ist eine Wohnung, hier ist noch eine Wohnung. Die habe ich aber noch nicht eingerichtet. Hier ist der Schreinermeister. Der Schreinermeister. Was wollte ich denn hier hinmachen? Es ist ein Schreiner. Braucht er eine Esse zum Heizen oder wie? Das sind zwei Essen. Das ist. Also das ist die Truhe vom Ansgar. Alles klar. Hoppla. Wahnsinn, was hier in den Thron ist, oder? Wahnsinn. Wir gucken erstmal die Häuser an. Das wird unsere Baustelle für die nächsten Folgen hier. Das wird eine Steinbrennerei. Haben wir auch extra ganz viele Schilder mitgenommen. Was soll denn das werden? Das ist ein Blockhaus. Einfach nur eine Wohnung? Eine Wohnung. Daneben ist ein Zen-Garten. Der Zen-Gott vom Ansgar. Wollte ich auch hier noch ein Schild machen, dass das der Zen-Garten ist. Ich renne jetzt nochmal hier querfeld ein. Die ist natürlich leer. Er hätte es gedacht. Was steht hier drauf? Ah ja, alles klar. Hier, gut. So. Zack, zack, zack. Rennen wir mal rüber, holen Materialien.
Und in der nächsten Folge geht's dann weiter, meine lieben Freunde. Na, klasse. Nehmen wir die da gleich mal mit. Und ein bisschen Material. Zack, zack, zack. Wäsche und ein paar Zäune. Ein paar Zäune. Material. Material, Material. Alles, das kann man alles gebrauchen. Vor allen Dingen die Werkbänke. Und hier ein bisschen Holz. Kann man auch gleich noch der Hälfte mitnehmen. Ja, meine lieben Freunde, sehen wir uns dann nächste Folge wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Shovel 6. Mit mir, den Setting Gases. Die Tür machen wir zu. Bis dahin. Ciao, ciao.